Hallo und willkommen beim Slingshot Channel. By the way, if you would like to see the English version, link down below. This is the German version. Heute wollen wir uns mal eine Armbrust anschauen, die bei Amazon angeboten wird. Ab 14 Jahren steht da. Und wie man sieht, ist die aufgemacht wie ein Spielzeug. Und die Pfeile sehen auch aus wie Spielzeugpfeile. Aber das ist eine richtige Recurve-Armbrust, so richtig mit Flaschenzugsystem, allem was dazugehört. Ich stelle euch das Ding mal vor. Also zunächst muss man mal sagen, das ganze Ding ist nicht schlecht gemacht. Es wird teilzerlegt geliefert, kann aber ziemlich schnell aufgebaut werden. Es gibt hier diese Fußraste. Das ganze Ding lässt sich im Prinzip bequem über der Brust spannen. Aber ich nehme an, gerade weil es ja für Kinder angeboten ist, da ist es halt besser, wenn ich es auf den Boden tue, den Fuß hier rein tue und das dann spanne. Das geht ziemlich leicht. Die Zugkraft, ich habe es gemessen, beträgt ungefähr 8 Kilogramm. Und das ganze Ding gibt es, glaube ich, auch in der Gewehrform. Ich jedenfalls also habe es bestellt und in der Pistolenform gekriegt. Die Pictures sind da nicht so ganz eindeutig. Naja, also das ganze Ding jedenfalls hat eine ganz einfache Visiereinrichtung. Man kann allerdings, da das hier ein 11 mm Schwalbenschwanz ist, genauso wie beim Luftgewehr oder einer Luftpistole, kann man auch beliebige Red Dots oder Zielfernrohre aus dem Luftgewehr- oder Paintballmarkt oder Softwaremarkt hier einfach anbringen. Also das Ding zu spannen ist eigentlich ganz einfach. Ich würde das immer über der Brust tun, aber das ist natürlich eigentlich dafür gemacht, dass man hier den Fuß reintut, obwohl mein Fuß etwas dick ist dafür. Ich schaffe es gerade so eben. Dann zieht man das hoch, das geht super einfach und dann hat man es auch schon gespannt. Ja, und jetzt sieht man eigentlich, dass durch diese Flaschenzugmethode jetzt die Beschleunigungsstrecke deutlich länger geworden ist. Das bedeutet also, wenn ich das jetzt nicht hätte, sondern einfach eine Sehne von rechts nach links ziehen würde, dann wäre vermutlich schon hier Schluss mit der Spannung. Das ging dann schwerer, aber ich hätte halt nicht so eine lange Beschleunigungsstrecke. Das ist der Sinn dieser Flaschenzugtechnik. Um das Ding jetzt schussbereit zu machen, muss ich den Pfeil von oben einlegen, bis er dann hinten an der Sehne anliegt. So. Und jetzt sieht man eben auch, dass es diese Vierfach-Vane-Technik braucht, weil sonst würde es nicht funktionieren. Ich habe jetzt hier noch eine Sicherung, die ich sichern kann. Und wenn es gesichert ist, dann kann ich in der Tat damit nicht mehr schießen. Na, wenn ich es scharf mache, dann allerdings geht der Pfeil ab. So, kommen wir jetzt zum Schusstest. Wir fangen mal an mit einer Schussentfernung von ungefähr 10 Metern. Um auf 10 Metern das Ziel über Kim und Korn zu treffen, muss ich das allerdings ungefähr so einstellen wie ein 98K für einen Schuss über 800 Meter. Weil die ballistische Kurve halt schon relativ hart ist. Ja, ich habe es getroffen. Allerdings muss ich sagen, also diese Saugnäpfe funktionieren nicht besonders gut. Also die neigen dazu, einfach wieder abzuspringen. Ich glaube, dass die einfach zu schwach sind. Also wer jetzt denkt, dass die haften bleiben und man dann so wunderbar erkennen kann, wo man hingeschossen hat, das funktioniert zumindest in meinen Tests nicht. Also so richtig schlecht ist das jetzt nicht, aber ich würde sagen, man sollte damit eher so auf vielleicht 5-6 Meter Abstand schießen. Bei 10 Meter wird es doch schon ein bisschen heftig. Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass das Ding schlecht schießt. Mit einer besseren Visiereinrichtung würde ich wahrscheinlich sogar noch besser treffen. Für 25 Euro ist das nicht schlecht. Kommen wir jetzt mal zur rechtlichen Betrachtung der ganzen Sache. Also erstmal ist eins ganz klar. Amazon sagt selber von sich, dass sie keine Waffen verkaufen auf ihrer Seite. Also Spielzeuge ja, aber keine Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Und man findet auch wirklich keine Armbrüste, höchstens Armbrustbolzen etc. Nur diese Spielzeugdinger. Aber was unterscheidet eine Spielzeugarmbrust in rechtlicher Hinsicht von einer richtigen Armbrust, die man erst mit 18 Jahren kaufen darf? Naja, da ist das Gesetz sehr eindeutig. Der Unterschied liegt darin erstmal, Spielzeugarmbrüste sind erlaubt für Minderjährige, wenn sie vorne so einen Saugnapf haben. Das ist hier der Fall. Aber der Druck darf nicht höher sein als 0,16 Joule pro Quadratzentimeter. Der Durchmesser eines solchen Saugnapfes, wenn er vollkommen platt gedrückt ist, ist exakt 4,5 cm. Das bedeutet, wir liegen etwas über 15 Quadratzentimeter für die Fläche dieses Pfeiles. Und jetzt müssen wir einfach nur noch den Speed messen. Um die Pfeilgeschwindigkeit zu messen, nehmen wir natürlich einen Kroni. Und wie man hier sieht, ist das hier ein richtig schönes geschütztes Kroni, was ich mir zusammengebaut habe, sodass da nichts passieren kann. Das heißt, es ist oben gepanzert und vorne auch, denn ich habe mir schon mehr als eins kaputt gemacht. Kroni ist immer schwierig, weil heute ist ja ein bedeckter Tag und da funktioniert es nicht gut, denn eigentlich sind das ja zwei Lichtschranken. Eine Lichtschranke hier, eine Lichtschranke da. Und das Ding misst einfach mit einem kleinen eingebauten Computer die Distanz zwischen diesen beiden Lichtschranken und damit kann man am anderen die Geschossgeschwindigkeit. Aber bei diesem schrecklichen Licht reicht das oft nicht. Ich habe mir deswegen was Schickes gebaut, denn hier oben sind einfach kleine Taschenlampen drin. Die kriegt man ganz, ganz preiswert bei Amazon.
kleine Taschenlampe. Ja. Und die habe ich mir einfach ein Stück Holz hier oben reingebaut, sodass die jetzt hier oben wie so ein Diffusor wirken und direkt nach unten auf die Lichtschranke leuchten. Und das bedeutet natürlich, dass ich jetzt perfekte Lichtverhältnisse für das Kroni habe. Das waren 68,33. ...69,04... ...69,32... ...68,11... ...und 68,27. Das heißt, das langsamste Ergebnis, was wir jetzt haben, war 68,11 feet per second. Hier sehen wir also, wir kommen auf 20,75 Meter pro Sekunde bei 68,11 Fuß pro Sekunde. Gut, dann wollen wir mal das Pfeilgewicht messen. 21 Gramm. Wiegen wir mal die anderen auch. 22 Gramm. 21 Gramm. 22 Gramm. 22 Gramm. Gehen wir also mal von 21 Gramm aus, weil das Worst Case ist. Und wenn ich das ausrechne, komme ich auf 4,52 Joule. So, dann teile ich das mal durch die 15,9 Quadratzentimeter und schaue mal, ob der gesetzlich zulässige Druck überschritten ist. Ja, ich habe jetzt insgesamt 0,284 Joule pro Quadratzentimeter und das ist eindeutig mehr als 0,16, das ist auch außerhalb jeder Toleranz. Das ist ja beinahe doppelt so viel wie gesetzlich zulässig. Das ist also eine Armbrust, die im Sinne des Waffengesetzes eine Waffe ist und nur an Personen ab 18 Jahren verkauft werden darf und nicht ab 14 Jahren wie vom Hersteller angeboten. Was bedeutet das denn jetzt? Naja, also ich möchte den Hersteller nicht in die Pfanne hauen, von daher könnte ich euch ja vorlesen, wer das ist, ich mache es aber nicht. In jedem Fall ist das so, also ob jetzt das Gesetz das Ganze als gefährliche Waffe bezeichnet oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, manchmal ist das Gesetz viel zu vorsichtig mit solchen Dingen, denn für mich ist das klar ein Spielzeug, so wie es hier angeboten wird mit den Saugnäpfen, auch wenn der Druck etwas höher ist als gesetzlich zulässig. Aber wir müssen natürlich trotzdem herausfinden, inwieweit das Ganze gefährlich ist. Es gibt natürlich nur einen Weg, das herauszufinden. Ballistische Gelatine. Gut, dann machen wir mal einen Testschuss. Hoffentlich treffe ich. Naja, nichts ist passiert. Aber natürlich kann das Ganze sehr viel böser ausgehen, wenn ich diesen Saugnapf hier entferne. Was gar nicht so einfach ist, denn der Hersteller hat in der Tat das ganz schön festgeklebt. Das heißt also, ich sag mal, ein Sechsjähriger kann das ohne weiteres nicht abziehen. Aber man braucht auch nun wirklich keine Insider-Tricks, um sich vorzustellen, wie man das trotzdem aufkriegt. Einfach mit dem Messer abschneiden und dann ist es weg. Gut, jetzt haben wir das also entfernt. Ich zeige euch jetzt nicht, was man da alles reinmachen könnte, um es noch gefährlicher zu machen, weil dann wird das Video nur wieder gesperrt etc. Ich habe einfach nur vorne das Ding weggeschnitten. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich damit auf die ballistische Gelatine schieße. Ha! Ja, wie man hier erkennen kann, ist das also ein gutes Stück in die ballistische Gelatine eingedrungen und hätte natürlich damit jetzt einen Menschen oder ein Tier verletzt. Tja, das deutsche Waffengesetz ist erstaunlich. Also das gute Ding hier, ja, mit dem Saugnapfpfeil, gilt vor dem Waffengesetz als Waffe und ist entsprechend reguliert. Während dieser FX Airgun Bobcat, trotzdem sie über 100 Joule Leistung hat, also doch ganz erheblich mehr als die 4,5 Joule von diesem Ding, ist als Spielzeugwaffe eingestuft worden vom BKA. Das ist natürlich eine Lücke im Waffengesetz, die nicht ewig bestehen bleibt. Von daher, wer noch eine will, sollte sich schnell zur gogun.de Webseite bemühen. Allerdings ist natürlich im Moment mal wieder alles ausverkauft. Die nächsten Lieferungen kommen irgendwie in 4-5 Wochen oder so. Also im Februar 2019. Solange es noch geht.
Ja, gut, ein bisschen mehr Dampf steckt da schon dahinter. Und hat sich der Anbieter jetzt strafbar gemacht? Naja, das kommt drauf an. Also wenn er tatsächlich jemanden diese Waffe verkauft hat, der jünger als 18 ist und keinen Altersnachweis vorgelegt hat oder sich keinen Altersnachweis hat vorlegen lassen, dann im Grunde schon, denn das ist nicht zulässig. Ansonsten braucht man, um mit Armbrüsten zu handeln, in Deutschland keine besondere Genehmigung. Das kann eigentlich jeder tun, der ein Gewerbe angemeldet hat. Der kann das gewerblich verkaufen. Auch Selbstbauen und so ist erlaubt, aber eben erst ab 18 Jahren. Und das ist rechtlich gesehen nun mal keine Spielzeugarmbrust, weil die Energie zu hoch ist pro Quadratzentimeter. Ganz einfach. Also von daher wird er wahrscheinlich auch mit Amazon Schwierigkeiten kriegen. Die werden vermutlich das Angebot einfach entfernen. So, was ist denn jetzt mein Resümee von dieser Armbrust für 25 Euro noch bei Amazon zu kriegen? Naja, also für mich ist das ein Spielzeug, auch wenn das rechtlich gesehen kein Spielzeug ist. Trotzdem sollte man aufpassen, wenn man das seinen Kindern gibt. Denn wie man gesehen hat, mit einem Taschenmesser oder auch mit einer Säge, was weiß ich, ist jemand sehr schnell in der Lage, das durchaus zu einem gefährlichen Gegenstand zu machen. Und das sollte dann eben nicht, ohne dass Erwachsene dabei sind, benutzt werden. Also ein richtiges Kinderspielzeug ist das nicht, aber es ist sicherlich auch keine Waffe. Das ist einfach idiotisch im deutschen Waffengesetz. Es ist ganz gut gemacht. Für 25 Euro kann man damit viel Spaß haben. So, und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Thanks and bye bye.